Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in diesem aufreibenden Krieg gegen Polen. Wir sind derzeit dabei, die Burg von Dolny Lusice zu belagern. Die öffnet uns den Weg hinein nach Polen oder nach Böhmen. Das werden wir mal sehen, wie wir weitermachen. Ich hatte ja die Idee entwickelt, dass wir uns vielleicht einfach defensiv nach Danzig, auf Danzig, in Danzig hinstellen und dann abwarten. Wir bekommen ja immerhin noch 19 mehr Kriegspunkte, wenn Danzig nicht erobert wird. Aber es öffnet natürlich auch wieder der Gegenseite hier, den gesamten Raum hier Gegenstöße zu machen. Ist eine schwierige Situation. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Ich hatte das letzte Mal eine falsche Entscheidung getroffen. Nämlich den Händler habe ich hier im Ärmelkanal zum Abschöpfen positioniert. Das war ein Fehler. Ja, das hätte ich jetzt auch auf diese Art und Weise gar nicht machen müssen. Jetzt müssen wir noch mal 5 Tage warten. Weil nämlich, wenn man, erstens bringt das hier nicht viel, weil ich keinen Handelseinfluss hatte. Das zweite ist, wenn man ihn woanders abschöpft, also wenn man ihn nicht in dem Heimathandelszentrum abschöpfen lässt, dann gibt es einen Malus für, auf die Handelseinfluss, glaube ich, für die anderen, also global. Und das ist natürlich nicht schön. So, wir sehen übrigens, hier sind 21.000 Böhmen hier noch voll fit. Weiß gar nicht, die wollten wahrscheinlich eingreifen und hätten die Sache wahrscheinlich sogar gedreht. Gott sei Dank kam sie zu spät. So, wir hoffen jetzt mal darauf. Okay, sind sie dort? Sie kommen jetzt irgendwie zurück. Okay, der Händler ist heimgekehrt. Wir schicken ihn dann jetzt, glaube ich, mal einfach in die Nordsee zum Handelseinfluss übertragen. Aber es geht gleich heikel genug weiter. Denn diese Armee bedroht uns. Die marschiert hier oben irgendwie durch. Wo will sie hin? Das ist die große Frage. Sie will jetzt nach Berlin. Die ziehen da weg. Und dann? 27. Juni, 5. Juli. Könnte sein, dass sie uns angreifen will. Könnte sein, dass sie hier angreifen wollen. Wir bleiben jetzt erstmal standhaft und müssen im Zweifel... Wer steht denn hier noch? Da stehen doch kaum noch Leute. Ja, wir haben einfach kaum noch was. ...35% haben wir schon. Oh Mann. Was ist hier los? Otto Engel hat eine lockere Zunge. Oh, die Spionageabwehr ist schlecht. Unser neuer Mann macht sich nicht gut hier. Muss man mal so sagen. Oh Mann, Mann, Mann. So, das ist hier eine große Gefahr, diese Armee. 21.000, das ist fast die letzte relevante Armee, aber ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, die aufzuhalten. Ich bin fast dafür, dass wir komplett hier reinziehen, um alles hier vereinen zu können von beiden Seiten, falls er jetzt vorhat, uns anzugreifen. Ja, nein! Verdammt, wir kommen zu spät. 6.200 Mann, unsere Verbündeten. Verdammt, die hat's erwischt. Das ist jetzt bitter. Das ist unser Fehler, schlecht getimt. Wir bleiben trotzdem hier stehen. Nein, sie gehen da rein. Oh Leute, sie wollen da alle reingehen. Dann müssen wir wohl auch helfen, oder? Oh, oh, oh. So, aber sie haben immerhin ein Überquerungs- und Geländemalus. Vielleicht hilft das. Vielleicht hilft das. Kommt. Tatsächlich, wir haben gewonnen. Allerdings sehr, sehr viele Leute verloren. Die Schlacht von Potsdam. Na gut, das hat uns einfach nur Zeit gebracht, mehr nicht. Das war ansonsten nicht ganz so gut gemacht. Muss man einfach mal so sagen. Wir versuchen jetzt hier Kleinvieh zu erledigen. Ja, aber wir haben die Festung erobert. Das ist natürlich hervorragend. Der Kriegsstand steigt an auf 27.000. Und jetzt dürfen wir... Jetzt dürfen wir nicht allzu viel falsch machen. So, wir haben jetzt in Berlin erstmal ein paar Böhmen vor der Nase. Das ist gut. Ein Level 1 Händler. Wartet mal. Wollen wir den möglicherweise... Ja, allerdings diplomatische Reputation ist auch nachher nochmal wichtig für die Handelsligen und so weiter.
Was ist denn hier schon wieder los? Es kommt hier zur nächsten Schlacht. Oh nein, was treibt ihr dort bloß? Wieso kann ich nicht nach Sternberg? Wir haben doch die Burg jetzt. Was ist hier los? Ihr könnt diesen Ort mit Hilfe von Transportschiffen erreichen. Willst du mich verkohlen? Ich kann doch jetzt... Ich stehe in Berlin. Wieso kann ich nicht nach Sternberg? Das geht doch nicht. Ich kann auch nicht hier nicht rein. Bewegung durch feindliche Festung. Pommern ist doch keine feindliche Festung, oder was? Die sind doch nicht im Krieg. Welche feindliche Festung blockiert denn bitte das hier? Das ist doch keine Festung. Also irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Irgendwas stimmt nicht. Wir kommen dort nicht weiter. Wir kommen hier nicht rein. Das ist total buggy. Warte mal. Militärzugang haben wir. Sonst würden wir hier nicht stehen in Brandenburg. Wir sind im Krieg mit Polen. Wir sind im Krieg mit Böhmen. Wir haben diese verdammte Burg erobert. Und nun müsste eigentlich der Weg frei sein. Muss da vielleicht noch der Monatswechsel abgewartet werden? Oder das kann doch nicht wahr sein. Den hatten wir doch schon. Was stimmt hier nicht, Leute? Ach, jetzt... Wie? Die können da durch, aber nicht die? Doch, jetzt geht's. Okay, alles klar. Das war nur irgendwie ein Zeitproblem. Jetzt kann ich auch dahin. Okay, alles klar. Keine Ahnung, was das jetzt eben gewesen ist. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Belagern wir jetzt was oder gehen wir gegen Böhmen weiter vor? Das ist ja hier, wie gesagt, die einzige Armee, die uns noch stört. Vielleicht ist es doch klüger, jetzt weiter zu belagern. Vielleicht sogar Prag zu belagern und die Böhmen rauszunehmen aus dem Krieg. Offenbar unsere Verbündeten. Der Vorteil ist, dass das in der Nähe unserer ganzen Verbündeten sind. Die sind ja da immer ein bisschen kritisch so, wenn es darum geht, irgendwo sonst wohin zu gehen. Also werden wir uns mal hier bereithalten. Die Belagerungen laufen ja ganz gut. Da haben wir leider eine Verlustquote von 1%. Das hält sich aber noch in Grenzen. Da könnten wir hin. Ich warte jetzt erstmal ab die anderen Belagerungen und gucke mal, wo er vielleicht hier agieren will. Da kommen... Oh, verdammt, was ist denn das bitte? Da kommen weitere 21.000. Ich muss bei den Verbündeten bleiben. Wir müssen zusammenkämpfen. Es hilft nichts, auch wenn das jetzt nicht sehr behaglich ist. Hier mit 1,7% Verlustquote. Okay, die greifen dort an. Dann könnten wir versuchen, ihnen dort den Weg abzuschneiden. Das werden wir vermutlich nicht mehr schaffen. 6. September... Vielleicht können wir sie noch in Prag aufhalten. Ah, jetzt sitzt sie hier. Ja, sie ziehen dort rein. Sie ziehen dort rein. Mal schauen. Okay, es kommt hier zur Schlacht. Und wir haben einen Malus. Und das ist der gute General. So, ich hoffe, die brechen hier ab und helfen uns. Nein! Was ist denn hier für ein Chaos jetzt los? Doch, die 22.000 sind jetzt hier. Okay, es kommt zur Schlacht. Oh, oh, oh. Und Ivan Thyssenhus. Zielorientiert ist er und kämpft hervorragend. Unsere Mehrheit nützt uns möglicherweise unsere Überlegenheit hier nicht viel. Jetzt kommen aber die 6.700 immerhin zur Hilfe. Aber die werden nachher auch hier noch dabei sein. So, wir kämpfen aber nicht schlecht. Wir kämpfen nicht schlecht. Wir machen unsere Sache gut. Ja, das läuft gut. Und leider kommt jetzt gleich die Verstärkung. Und das könnte uns das Genick
Die könnte uns das Genick brechen. Oh Mann. 700 und 900. Also, die Verluste sind höher beim Gegner. Aber jetzt kommen gleich 24.000 und das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Jetzt kommt zwar noch 7.000. Nur wenn wir vorher diese Schlacht beenden. Wann sind sie da? Am 4. und am 7. Oktober. Es sind noch 4 Tage. Da haben wir vielleicht Glück. Da haben wir vielleicht Glück. Glomb, macht jetzt ein paar gute... Ah, Gott, ist das knapp. 4. Oktober aus Ansbach. Nächsten Tag. Ja, jetzt kommt die Verstärkung. Aber unsere kommt auch. Und die kommen am 7. in 2 Tagen. Das wird wohl nichts mehr, oder? Nee, jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da, die Verstärkung. Wir kämpfen trotzdem gut und wir kriegen nochmal 7.000 Mann aus Magdeburg. Oh, Leute, Leute, Leute. Der Gegner verliert viel. Wir jetzt auch. Jetzt kämpfen wir gerade ganz schlecht. Gott sei Dank kann der Gegner das nicht richtig ausnutzen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Drama. Drama ohne Gleichen. Beide kauen auf den Fußnägel. Aber inzwischen sind wir zahlenmäßig deutlich unterwegs. Schaut euch das mal an. Völlig erschöpft, die beiden Heere. Puh. Wie geht das aus hier? Was ist denn nun los? Ist der Frieden geschlossen? Ja, mit Wismar nur. Wir haben verloren. Oh, wir haben verloren, Leute. Wir haben verloren und ihr seht schon, wie viel insgesamt 91.000 Mann schon gestorben. Aber der Krieg geht weiter. Wir haben diese Schlacht erstmal verloren. Also analysieren wir erstmal den Frieden. Also Wismar ist draußen. Muss Danzig zahlen. Na toll. Es wird ein bisschen Geld verteilt. Wir erhalten 30. Jetzt haben wir wieder 100. Können noch ein paar Söldner uns holen. Wohlan. So, diese Wahnsinnsschlacht ist vorbei. Auf unserer Seite sind gestorben 16.000. Auf der Gegenseite 19.500. Also von der Seite ist das in Ordnung gewesen. Das war kein großer Sieg für die. Wir schauen uns das hier mal an. 33, 35. Also es bleibt ausgeglichen beziehungsweise bis zu einem gewissen Nachteil für unsere Seite. Und wir müssen erstmal komplett zurückfliehen. Sind wir hier zusammengeführt? Ja. Ja, ich würde sagen, wir werden direkt mal 3 neue Waffenträger ausheben. Der reine Söldnerkampf ist das. Und jetzt sind wir ziemlich schwer in der Defensive. Und ich bin mir nicht sicher, wie wir aus der Nummer hier nochmal rauskommen wollen. Ich hoffe nur, dass die irgendwie mal bald... Okay, Frankfurt heuert sich was an. Das ist in Ordnung. Was haben wir jetzt hier? Technologie, militärische Technologie. Könnte es das nochmal bringen? Regimentscamps, Infanterie. Oh ja, ein bisschen Fernkampfverbesserung. Wir machen das natürlich sofort. Mehr können wir jetzt aber auch nicht tun. Ne, hier haben wir Verlustquoten. Gehen wir mal hier zurück nach Rostock. Ach so, wir kommen durch Wismar nicht durch. Geben die uns, ja, die geben uns Militärzugang. Sehr gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Erstmal wieder ein bisschen Moral tanken. Und jetzt wird natürlich Danzig belagert. Sie beginnen bei minus 21%. Was machen wir da denn? Alle sind erstmal zurückgekehrt. Der Moment eigentlich einmal durchzuschnaufen und zu überlegen. Sind jetzt weit weg. Moldawien, Polen von Böhmen. Die Frage ist, wenn wir offensiv da reingehen, wo ist die böhmische Armee? Die haben 2 große Armeen hier. 50, 55.000 Mann laufen hier noch irgendwo rum. Mensch, was haben die für ein Manpower? Das kann doch nicht wahr sein. Und wir wissen nicht, wie uns gefolgt wird. Das ist das Problem. Vielleicht müssen wir unsere Leute mal wieder abholen oder so. Können wir mal hier irgendwie in die Nähe laufen. Vielleicht folgen sie uns dann. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier auch mit 30.000, 40.000 Mann losziehen können, dann würde ich sagen, wir ziehen nach Danzig und machen den Frontalangriff.
Aber ansonsten, das sieht mir nicht so aus. Die machen hier ihr Ding. Daher würde ich eher dazu tendieren, dass wir wieder hier irgendwo in der Nähe bleiben, wo wir einigermaßen ausgehalten werden. Und na, wo können wir denn uns stationieren? Das ist das Problem hier. Wir haben extrem schlechte Versorgung überall. Ja, die stehen jetzt mit 46.000 in Danzig. So, und jetzt haben wir die Geburt des Kolonialismus, auch ein wichtiger Moment. Die Entdeckung der neuen Welt läutete ein neues Zeitalter, nicht nur für die Kolonisten und Kolonisierten ein, sondern führte auch zu einer Verbreitung von Rohstoffen und Techniken sowie zu einer Vermessung der riesigen Weiten des Globus. Mit der Verbreitung von Tieren, Feldfrüchten, Silber und Krankheiten über den Atlantik wurden die ersten Schritte zu einer wahren Weltwirtschaft unternommen. Während ferne Landen und Völker kartiert und dokumentiert wurden, wurden sowohl Ideen als auch religiöse und philosophische Debatten, auch das, was wir in den Gesellschaften über sie fanden, immer facettenreicher. Großartige Köpfe sehen die Notwendigkeit, in Frage zu stellen, was einst Wahrheit war, und von Valladolid bis Fatehpur Sikri ist die Natur der Welt nun offen zur Debatte und damit eine neue Institution. Das ändert alles. Aber im Moment wollen wir uns damit nicht befassen. Ja, hier ist alles, was der Gegner hat. Er zusammengeknubbelt. Gott sei Dank auch mit Verlustquoten. Vermutlich wollen sie jetzt hier unten hin, um da die Belagerung zu beenden. Und vielleicht haben wir Glück, dass sie sich irgendwie auseinanderdividieren. Auf jeden Fall belagern sie jetzt nicht mehr weiter Danzig. Das ist zumindest von Vorteil. So, in Berlin wären wir jetzt sogar ausgehalten, gerade so. Das ist erfreulich. Und jetzt kommen sie alle zu uns, oder was? Das macht mir Angst. Das macht mir Angst. So, jetzt haben wir Verlustquoten. Ja, wir haben bloß kein Pro. Wir kommen da gegen 40.000 nicht an. Das ist das Problem. Wir kommen gegen 40.000 nicht an. Wir müssen auf diesen Abnutzungskrieg setzen, den wir gerade so betreiben. 2,9% ist Mist. Die brechen mal diese blöde Belagerung ab, dann fangen sie wieder an. Ein Prozent. Ah ja, das war wohl Winter. 1% ist okay. So, jetzt haben wir hier 21.000. Ich glaube, jetzt müssen wir uns mal wieder ein bisschen hier in die Richtung bewegen. Okay. Was passiert jetzt? Hier sind die beiden großen Armeen. Prag und Hradecko. So, jetzt kommt es hier wohl zur Schlacht. Jetzt kommt es zur nächsten großen Schlacht. Oh Mann. Und alles haut sich jetzt hier zusammen. Hier kommt die andere Armee und hier kommen alle unsere Verbündeten und es geht schon wieder weiter mit diesen Riesenschlachten. Diesmal auf freiem Felde. Und wieder ist es Eulenburg, der einen blöden Nahkampf hat gegen den guten gegnerischen General. Oh Mann. Und unsere Moral ist auch nicht die beste. Aber im Moment sind wir überlegen, zahlenmäßig. Könnte sich gleich noch ändern. Und es läuft nicht so toll. Ah, jetzt geht es ganz gut aus. Oh Mann, da kommen jetzt nochmal 6.000. Das ist echt nervenraubend, diese unendlichen Schlachten. Gleich starke Verluste. Keine Unterschiede. Oh Gott, es ist schon wieder so dramatisch. Jetzt geht es wirklich um Kleinigkeiten.
Der nächste knappe Sieg, aber es hilft nichts. Es sind keine entscheidenden Siege. 13.000, 15.700, 20.000 auf der Gegenseite. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Und da kommt aber noch eine intakte Armee rein. Kommt die zu uns? Tatsächlich, es geht auch noch weiter. Moldawien. Das wäre natürlich ganz cool. Oh, das wäre natürlich ganz cool, wenn wir die jetzt mal richtig, richtig erledigen könnten. So. Auslöschen. Das wäre jetzt mal richtig fein. Ja, konnten wir aber nicht. Aber hohe Verluste konnten wir ihnen beibringen. 5000 Mann immerhin. So. Puh. Okay. Wieder der Moment zum Durchatmen. Wir gewinnen Schlacht für Schlacht. Aber wir gewinnen nicht den Krieg. Wir gewinnen nicht den Krieg. 110.000, 113.000. Also ihr seht. Das ist alles ganz ausgeglichen. Derzeit haben wir die meisten Männer. Aber wie gesagt, die ziehen ja auch die Fuß durch die Gegend. Puh. Und sie geben nicht auf. Sie geben offenbar nicht auf. Danzig kriegt keinen Frieden rausgehandelt. Also Leute, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Aber wir bemühen uns. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.